Ein atemberaubender Moment. Fast kollidiert diese Taucherin auf Tahiti mit einem Babywal. Jana Chian und ihr Freund Mitch Brown haben in ihrem Urlaub eine Waltour gebucht. Doch mit so einem Erlebnis hätte das Paar wohl nicht gerechnet. Beim Tauchgang schwimmt ein 2 Wochen altes Walkalb nah an die 27-Jährige heran. Chian schwimmt entspannt auf der Stelle. Doch der Wal scheint orientierungslos zu sein und streift die Frau. Die Taucherin berichtet, dass sie schon öfter mit Walen geschwommen ist. Der Orientierungssinn der Wale hätte aber immer vom Menschen weggeführt. Glücklicherweise ist weder dem Tier noch der Taucherin etwas passiert. Und die Urlauberin konnte einen großen Haken auf ihrer Bucketlist.